Vielen Dank, vielen Dank und herzlich willkommen allen, liebe Freundinnen und Freunde, heute besonders des Rosensteinparks, dieses Kleinods unserer Stadt, der vergangene Woche erneut und in großem Ausmaß geschändet wurde. Der 22.10.2013 reiht sich ein in die Parkvernichtungsaktionen unter den jeweiligen Regierungen jeder Couleur dieses Landes. Seit dem 30.09.2010, dem 1.10.2010, dem sogenannten Schwarzen Donnerstag und dem 14. und 15. Februar 2012 im Schlossgarten und vielen weiteren Naturzerstörungsaktionen in Feuerbach, auf den Filtern und auf der Alp im Namen des Unheilsprojekts S21. Schmidt und Ministerpräsident Kretschmann gerichteten Briefe und Petitionen, den Gestattungsvertrag nicht zu unterschreiben, noch die vielen Appelle und Aufklärungsaktionen, Presseerklärungen und juristischen Schritte, die Beschwörung der Naturschönheit durch Tomoko und des Denkmalschutzes, die tapferen Aktionen der Parkschützer, die sich den Baumaschinen und der Polizei auch diesmal wieder in den Weg gestellt haben, konnten die Fellaktionen verhindern. In ohnmächtigen Zorn zogen am Abend die Demonstrationen durch die Stadt, um das Unrecht der Zerstörung anzuprangern. Dieses Unrecht, das geschieht gleich auf mehreren Ebenen. Ich zitiere, beim Rosensteinpark handelt es sich nicht nur um ein sogenanntes einfaches Kulturdenkmal, sondern um ein solches von besonderer Bedeutung, welches einen gesteigerten Schutz genießt. Wo steht das? In den Planfeststellungsunterlagen 1.5 des Eisenbahnbundesamts vom Jahr 2006. Er ist außerdem ein besonderes Naturschutzgebiet nach den europäischen FFH-Richtlinien, was bedeutet Flora, Fauna, Habitat, haben bestimmt alle schon mehrfach gehört, bekannt unter der Bezeichnung Natura 2000. Damit soll die Tier- und Pflanzenwelt sowohl an sich als auch für den Menschen als lebenswichtiger Naturraum geschützt werden. Auch für die Zukunft unserer Kinder. Und das besonders in einer Feinstaubmetropole wie Stuttgart, wo es besonders wichtig ist. Der Rosensteinpark ist also ein besonders schützenswertes Gebiet. Das bestreiten nicht einmal die Befürworter von Stuttgart 21. Diesen besonderen gesetzlichen Schutz hat das Eisenbahnbundesamt aber aufgehoben mit der Begründung, dass, und ich zitiere, überwiegende öffentliche Belange die Befreiung von diesem Schutz erfordern. Ja, die Kippe und der Protest sind voll berechtigt. Welche öffentlichen Belange das nämlich sind, werden die meisten hier zwar schon wissen. Ich zitiere aber noch einmal. Es heißt dort, als Teil der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm-Augsburg dient dieser Streckenabschnitt. Und da ist nun mit S21 unter anderem auch eben der Rosensteinpark gemeint, auch der Schaffung einer leistungsfähigen Bahnverbindung zur Einbindung der Region Stuttgart in das innerdeutsche und internationale Schienennetz. Verkehrsbedeutung haben die Schutzinteressen, die mit dem Landschaftsschutzgebiet verfolgt werden, zurückzutreten. Zitat Ende. Das ist der Gipfel der Heuchelei. Muss jeder vernünftige Mensch denken, denn eine leistungsfähige Bahnverbindung hatten und hätten wir schon, wenn die DBAG nicht in den zurückliegenden Jahrzehnten die Bahnanlagen hätte verkommen lassen und mit Schienen- und Weichenabbau und Entlassung zigtausender Mitarbeiter die ehemalige Eisenbahn auf Teufel komm raus für den Börsengang und die bereitstehenden Investoren heruntergewirtschaftet hätte. Bundesamt war aber damals im Jahr 2006, und das wäre später noch einmal auch mehr zu untersuchen, vorgemacht worden, dass Stuttgart 21 das Doppelte an Verkehrsleistung bringt. Inzwischen wissen wir, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Die Kapazität des Bahnhofs wird nahezu halbiert. Damit entfällt auch die sogenannte Planrechtfertigung
aber mit allen Tricks wehren sich die S21 Profiteure und ihre Helfershelfer gegen eine unabhängige Untersuchung der Leistungsfähigkeit. Denn damit steht und fällt S21. Und genau das fordern wir. Von solchen Schutz hält, hat sie vergangene Woche wieder einmal demonstriert. Sie will bauen, 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 um Stadt und Land erpressen zu können, wenn dann das Geld ausgeht. Das heißt dann marktgerechte Demokratie, wie unsere Kanzlerin das nannte, wenn die Gier des anonymen Kapitals nach Profit, Rendite und geldwertem Vorteil die Städte zerstören darf, wie es der renommierte deutsche Architekt Hans Kummer vor wenigen Tagen in einem Radiointerview über den Städtebau in Deutschland und anderswo beschrieben hat. Wir appellieren darum erneut an die Verantwortlichen und fordern: Herr Kretschmann, verstecken Sie sich nicht länger hinter der sogenannten Volksabstimmung. Befragen Sie Ihr Gewissen und stehen Sie ein für das, was Sie vor der Wahl versprochen haben. Nämlich alles dafür zu tun, S21 zu beenden. Herr Habermann, fassen Sie sich wieder ein Herz. Haben Sie Mut, für Ihre Überzeugung einzustehen und verlangen Sie von der DB alle ausstehenden Unterlagen, und zwar sogleich, zu deren Herausgabe sie verpflichtet ist. Werden Sie Ihrer Verantwortung für die Finanzen des Landes und damit aller Bürger endlich gerecht und verlangen Sie Klarheit über die weitere Finanzierung, ehe weitere Baumaßnahmen erlaubt werden und weitere Gestattungsverträge unterschrieben werden, die im Rosensteinpark auch noch die wunderschönen alten Bäume am Pranger zum Neckar kosten. Organisierten DBAG mit ihren sogenannten eigenwirtschaftlichen Projekten, die auch wir Steuerzahler bezahlen müssen. Üben Sie endlich Ihre Aufsicht als Hauptaktionär aus. Frau Merkel, hören Sie nicht nur auf die Experten der DB, auf die Sie sich von der Bundestagswahl hier in Stuttgart berufen haben. Zur Demokratie gehört nämlich auch das Audiatur et altera pars, das Anhören der anderen Seite. Wir wollen keine absolut marktgerechte Demokratie, sondern den demokratiegerechten Markt. Wir fordern nach wie vor ein sofortiges Moratorium, eine Beendigung der weiteren Baumaßnahmen und vor allen Dingen der Zerstörungsmaßnahmen mit unabhängiger Überprüfung der Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 und der Neubaustrecke. Zweitens, den Ausstieg der Stadt Stuttgart aus der millionenteuren Subventionierung des DB-Konzerns und eine Stadtentwicklung jetzt schon auf den bereits bereiten Flächen, die schon jetzt frei wären, für die Menschen und nicht für die Investoren irgendwann in der Zukunft. Lassen wir uns nicht verbittern. Bleiben wir standhaft, friedlich und beharrlich. Kurz, lasst uns oben bleiben. Danke.